Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich spiele den Train Simulator 2020, habe vor kurzem 4020 erworben von Railworks Austria, wie man es da so schön sehen kann, und wollte mit euch den 4020er einmal kurz testen, vorstellen, schauen, was es alles so an dem ganzen Zug gibt. Wir haben viel Zeit, ich habe nur eine kleine Teststrecke geladen. Im deutschen Hauptsignalen habe ich mir irgendwo heruntergeladen. Perfekt zum Testen der Strecke. Und auch natürlich des Zuges. Ja. Werde ich in Zukunft machen. Für jeden Zug, den ich hier vorstelle. Jo, schaut super aus hier im Führerstand erst einmal. Wir haben relativ viele Knöpfe. So, Fahrtrichtungswende, natürlich die AFB. Türsteuerung, PZW-Befehl natürlich, dann haben wir hier diesen Multi-Hebel, Nullstellung, hier funktioniert beides gleichzeitig, also das ist quasi synchron, haben wir hier noch ein paar Anzeigen. Die Türen haben sich schon geöffnet, warum auch immer. Bremsbobentest. Auch schön. Was haben wir da noch auf der linken Seite? Nix. Ja. Hier noch Zugfunk. Natürlich die ganzen Tasten hier. Dann tun wir mal einfach den Panto heben. Nein, Blödsinn, das ging da. Falscher Schalter. Ja, anscheinend schaltet sich das beides gleichzeitig ein. Man weiß es nicht. Und Hauptschalter ein. Ja, ich kenne natürlich die 4020, den Zug selbst. Also ich kann schon mal sagen, Sound ist sehr realistisch. Machen wir die Türen auf, auch wenn sie jetzt schon offen waren. Was mir auch sehr gut gefällt, da ich ja die eine etwas ältere Version genommen habe mit dem Flatsch, gibt es natürlich dieses Didü-Didü-Did nicht, wenn sich die Türen öffnen. Das ist natürlich äußerst interessant. So, Türsteuerung zu. Komisch. Abfertigungssignal gibt es irgendwie nicht. Dieses Düt. Wurscht. Gut. Was gibt es da noch Schönes? Das. Okay, die Instrumentenbeleuchtung. Führerstandsbeleuchtung gibt es natürlich auch. Die brauchen wir nicht. Ist ja urschön. Draußen ist sehr hell. Fahrtrichtungswender ist bereits drin. Richtungswender. Perfekt. So, Zugfunk natürlich. Müssen wir uns anmelden. Was kann man da alles machen? Aber irgendwie zwischen hell und dunkel. Gibt es irgendwie keine Aktionen? Kann man da nichts machen? Vielleicht bin ich da gerade auf der Leitung. Naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall, was funktioniert, ist da oben der Streckencode. Da gebe ich einfach ein, das habe ich ja gemerkt, 998. Sonderfahrt, Eingabe. Und oben steht schon schön Sonderfahrt. Das Licht einschalten mit H. Ich finde es interessant, warum da fünf Hebel gleichzeitig sich bewegen. Wahrscheinlich gibt es da in der Realität mehrere Einstellungen. Und da wird einfach das Standardlicht verwendet. So, die AFB ist schon aktiviert. Brauchen wir nichts machen. Mal hochstellen auf, ja, wir haben 100 km/h, also stellen wir natürlich auch auf 100. Schauen wir noch kurz auf die Anzeigen, was sagen die? Bremse, Zug steht, Zuglicht ein, ein paar Informationen natürlich. Die Siefer natürlich,
funktioniert auch, ist schon standardmäßig aktiviert. Machen wir mal die Instrumentenbeleuchtung ein, das ist auch schön. So, Türen sind zu. Wir können schon mal losfahren. Also der Sound ist wirklich realistisch. Muss man sagen. Also ich kann es zumindest sagen. Der beschleunigt halt ein wenig langsam. Da muss man schon ein bisschen mehr drauf drücken. Wir können auf... Also wir fahren jetzt irgendwie zur... Nächste Station ist, ich glaube, das A-Gleis. A-Stadtgleis. Und nach dieser Station fahren wir noch zum D-Stadtgleis, wie es da unten links angezeigt wird. Da können wir die Geschwindigkeit ordentlich ausnutzen, die 120 km/h. Wie gesagt, immer den Leertaster bei der SIFA immer wieder betätigen. Und auf 60 km/h abbremsen. Ich finde die Steuerung von bei A, D ein bisschen empfindlich, aber das ist Ansichtssache. Auch bestätigen natürlich. Fahren mit geschmeidigen 60 km/h rein in den Bahnhof. Super Ansicht natürlich hier auch. Nahverkehr Großraum Wien. Die zwei Ansichten gibt es im Führer, im Fahrgastraum. Jo. Aber ich finde die Steuerung einfach super von dem Zug, ja. Wir haben eine Doppeltraktion, das heißt, ich bleibe ein bisschen weiter vorne stehen. Also, bremsen tut jetzt nicht so arg, aber beschleunigen ist schon Wahnsinn. Also, da kann ich auf Bremsstufe 2 gehen, da bremst er schon ordentlich, also für die Verhältnisse schon wirklich stark. So, wir sind im Bahnhof, schauen wir mal nach hinten. Ja, ja, natürlich, locker. Sich locker schön ausgegangen. Also, was wir noch überprüfen können ist, Sonderfahrt. Ah, das finde ich auch gut, dass das übernommen wird, das Ziel, wo wir eine Doppeltraktion haben. Generell ist, glaube ich, der Sound von allen Varianten, egal ob die neuen oder die alten, relativ gleich. Also schon extrem laut da draußen. Gut gelungen, muss man sagen. Wirklich sehr schöner Zug. Außen auch. Ups. Außen natürlich auch extrem schön gemacht. Ja, das war's eigentlich von dem Review. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.